Ja, ist es nicht super? Der Strompreis wird fallen. Die Frage ist, wann und wer bekommt vielleicht besonders günstige Angebote? Das schauen wir uns gleich sofort an. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.kritisch. Die Bild führte mit dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stefan Weil von der SPD, ein exklusives Interview. Und die Themen waren natürlich der Strompreis, aber auch das Verbot von Robert Habeck zum Thema der Gas- und Ölheizungen. Grundsätzlich findet Stefan Weil es toll, dass Habeck das Problem des CO2-Ausstoßes angeht. Allerdings ist er der Meinung, dass das Vorgehen von Habeck nicht ganz so günstig sei. Denn er hält es für unrealistisch, dass das Verbot bereits im Jahr 2024 umsetzbar sei. Stattdessen empfiehlt Stefan Weil Robert Habeck, er möge sich doch besser mal mit Elektromonteuren und der Industrie zusammensetzen, um zu erörtern, wann denn wirklich das Ganze realistisch umgesetzt werden könnte. Und dann ließ er die Katze aus dem Sack und sagte, der Strompreis wird fallen, und zwar in 15 Jahren. Ist doch super. Ich meine, wir haben es bis jetzt geschafft. Ne? Schaffen wir das auch bestimmt die nächsten 15 Jahre. Heißt allerdings, wir werden unseren Gürtel noch ein bisschen enger schnallen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Haben wir dann noch genügend Geld für eine private Rentenvorsorge, die uns ja auch die Regierung seit Jahren schon immer dringendst empfiehlt, weil die gesetzliche Rente möglicherweise für uns alle nicht ausreichen könnte? Und hast du dann vielleicht noch genügend Geld, um deine Kinder zu unterstützen in Sachen Bildung, Ausbildung? Und was ist mit einer gesunden Ernährungsweise, die ja auch immer wieder von uns gefordert wird? Wir brauchen doch nur mal durch den Supermarkt zu gehen und dann wird einem ja wirklich schon Angst und Bange. Also die Frage ist, werden wir demnächst frieren, nicht für den Frieden, sondern für die Energiewende? Sitzen wir demnächst im Dunkeln, bei Kerzenschein? Kann ja auch ganz romantisch sein. Aber aufgrund der Tatsache, dass Stefan Weil sich natürlich auch um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands sorgt, hat er noch ein ganz besonderes Schmankerl im Paket. Ihm macht es Sorge, dass energieintensive Industrien möglicherweise von Deutschland abwandern können. Und das gilt es seiner Meinung nach mit allen möglichen Mitteln zu verhindern. Heißt auf gut Deutsch, er möchte einen Sonderpreis in Sachen Strom für diese energieintensiven Industriebereiche schaffen. Sein Argument ist durchaus nachvollziehbar. Es geht natürlich um Steuereinnahmen, die wegfallen würden, wenn diese Industriezweige ins Ausland abwandern würden. Und es geht natürlich auch um Arbeitsplätze hier in Deutschland zu erhalten. Absolut nachvollziehbar. Aber du und ich, wir als Privathaushalte, die wir halt eben keine neuen Arbeitsplätze schaffen, wir müssen leider noch 15 Jahre lang hohe Strompreise irgendwo akzeptieren. Oder? Vielleicht nicht unbedingt. Denn die Bild hat auch ein Interview mit einem Rechtsanwalt geführt, und zwar mit Arndt Kempkens. Und der empfiehlt tatsächlich Haus- und Wohnungsbesitzern, dagegen zu klagen, gegen dieses Verbot von Robert Habeck. Und zwar sollte man die Klage beim Verwaltungsgericht einreichen und dieses Verwaltungsgericht würde dann möglicherweise die Verfassungsgerichte anrufen. Dies empfehlen tatsächlich auch Verfassungsjuristen. Denn sie halten ebenfalls das Verbot von Robert Habeck für verfassungswidrig. Und auch sie sind der Meinung, dass es hier zu einer Klage kommen müsse. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Seid ihr der Meinung, das kriegen wir irgendwie gestemmt? Nochmal 15 Jahre mit hohen Strompreisen zu leben? Oder seid ihr der Meinung, wir müssen unbedingt dagegen vorgehen? Ich bin sehr gespannt, wie immer, auf eure Kommentare und wünsche euch bis zum nächsten Video alles Liebe und Gute. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.